läuft. Ich begrüße ganz herzlich Joachim Steinhöfel, langjähriger Freund, Rechtsanwalt aus Hamburg und Macher der Facebook Wall of Shame, wo Posts, die auf sonderbare Weise verschwinden, gefeatured werden und die Frage gestellt wird, warum eigentlich? Also um das genau zu erklären, ist es folgendes, die Debatte um das, was bei Facebook läuft, sogenannten Hate Speech, die ist ja in den Medien überall ubiquitär vorhanden. Häufig werden Posts nicht gesperrt, die antisemitisch sind, fremdenfeindlich, die Straftatbestände erfüllen. Man meldet sie bei Facebook, Facebook antwortet dann mit einer Standardantwort. Das verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards. Davon ist Facebook voll und das Netzwerk löscht selbst dann nicht, wenn es über diese Sachen informiert wurde. Das Ergebnis ist, dass ab diesem Zeitpunkt Facebook selber für die Straftatbestände haftet. Die andere Seite ist die, dass Sachen gepostet werden und die Nutzer dann plötzlich gesperrt werden. Jemand hat neulich ein FDP-Werbeplakat gepostet, bekam eine 3-Tage-Sperre. Ein anderer Mandant von uns, ein Libanese, der seit den späten 70ern in Deutschland lebt, ist gerichtlich vereidigter Übersetzer des Arabischen. Er hat einfach eine Passage aus dem Koran wörtlich übersetzt und wurde 30 Tage gesperrt. Ein völliges Unding und ein Verstoß gegen die verfassungsmäßig garantierte Meinungsfreiheit. Auf der Wall of Shame werden beide Sachen dokumentiert. Einmal die Sachen, die gesperrt werden oder gelöscht werden müssten, weil sie rechtswidrig sind in Deutschland. Und auf der anderen Seite werden Fälle dokumentiert, wo Menschen gesperrt werden durch Äußerungen, die völlig legitim und erlaubt sind im politischen Diskurs. Beides ist ein Unding und verstößt gegen die verfassungsmäßigen Rechte in Deutschland. Ich glaube, um auch gleich die möglicherweise folgende Frage zu beantworten, dass das nicht so sehr Politik von Facebook ist, obwohl ich glaube, dass die Firma durch das Justizministerium und das Familienministerium politisch unter Druck gesetzt wird und damit eine leichte Schlagseite hat in dem, was es tut. In allererster Linie bin ich aber davon überzeugt, dass Facebook vollkommen inkompetent organisiert ist, was diesen Bereich angeht und schlichtweg überfordert und möglicherweise auch einfach nicht bereit ist, die Ressourcen bereitzustellen, die es benötigt, um die es einigermaßen sauber umzusetzen. Aber deinem neuen Blog, also Facebook Wall of Shame, nehme ich aber, dass also eben zunehmend auch immer harmlosere Facebook-Autoren oder Facebook-Posts gelöscht werden. Steckt dahinter Methode, vielleicht diese, wie heißt sie noch, Amadeo-Stiftung oder wie sie heißt? Es ist natürlich ein Unding, dass mit Steuergeldern eine linksextreme Organisation gefördert wird, deren Stiftungsvorsitzende eine Frau ist, die unstreitig 8 Jahre IM bei der Stasi war. Eine weitere Mitarbeiterin dieser Stiftung heißt Julia Schramm oder Julietta Schramm, ich weiß es nicht genau. Die ist dadurch bekannt geworden in erster Linie, dass sie auf Twitter geschrieben hat, sie fand es ganz toll, dass Deutsche in Dresden zu Kartoffelbrei gebombt wurden. Und diese Leute sollen uns darüber aufklären, was Hate Speech ist. Das ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Ja, und dass solche Institutionen mit Steuergeldern gefördert werden, um genau das umzusetzen, nämlich das verfassungsmäßige Recht auf Meinungsfreiheit, das ist so absurd, das hätte sich nicht mal George Orwell ausdenken können. Dieser Begriff Hate Speech, den kennen wir jetzt ja erst seit einigen Wochen. Ist das nicht auch so eine Zensurkeule, weil plötzlich alles irgendwie Hate ist? Dass also freie Meinungsäußerung damit auch unterdrückt werden soll, gerade auch zum Beispiel im Hinblick auf den Islam? Ich glaube, es geht genau in diese Richtung. Es gibt ja in Deutschland klare Regeln. Es gibt Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede. Das sind Straftatbestände und es gibt natürlich darüber hinaus Persönlichkeitsrechtsverletzungen, wenn falsche Tatsachenbehauptungen oder Schmähkritik geäußert wird, die nicht zwingend strafbar sein muss, aber sein kann. Das ist rechtswidrig und das muss verboten werden und das muss auch bei Facebook raus. Mit dem Begriff Hate Speech weicht man bewusst von dieser klaren gerichtlichen gesetzlichen Grenzziehung ab und geht in einen Bereich, wo es schwammig und gefühlig wird. Was Rot-Grün natürlich insbesondere den moralisierenden, wohlmeinenden besonders gut gefällt, dass sie schon ein Unwohlsein, wenn man etwas zu harte Kritik möglicherweise äußert, als Hate Speech formuliert. Diese Schwammigkeit wird, glaube ich, von der Politik bewusst eingesetzt, um unangenehme Meinungen zu kriminalisieren oder aus dem Diskurs herauszukegeln und auch Leute zu verunsichern, was dürfen wir noch sagen und was nicht. Dass das dahinter steckt, halte ich für überwiegend wahrscheinlich. Da könnte ja diese Geschichte um Flüchtlinge und Islam erst der Anfang sein. Demnächst Hate Speech gegen Merkel, Merkel-Kritik auch? Ja, sicher. Das ist alles Hate Speech.
immer wenn man etwas sagt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber immer wenn man etwas gegen unsere heilige Kanzlerin sagt, ist das Hate Speech. Das ist natürlich übertrieben. Es gibt natürlich auch Kritik an Merkel, die tatsächlich rechtswidrig ist und die auch im Netz in dieser Form nicht zu suchen hat. Aber gerade jetzt in einer Situation, wo unsere Gesellschaft in einer Weise politisiert ist, wie seit nicht mal durch die Euro-Krise ist das gewesen, es ist viel weitgehender, ist natürlich der Diskurs besonders lebhaft und diesem Diskurs muss man auch in sozialen Netzwerken Raum lassen. Können wir denn nicht irgendwie feststellen, dass also durch diese neue Regierung, die Regierung, die wir haben, diese freie Meinungsäußerung via Hate Speech, via dieses schwammigen Begriffs, immer mehr eingeengt wird? Ich kenne schon Fälle, wo Leute regelrecht Angst haben, irgendwas Kritisches zu schreiben, weil sie glauben, sie werden jetzt bei Facebook gesperrt oder sonst was. Und es hat ja auch möglicherweise berufliche Schwierigkeiten, wenn man sich zu einer Partei bekennt, die nicht populär ist oder dem Mainstream entspricht. Also ich rede jetzt nicht von der NPD, aber wenn in Mecklenburg-Vorpommern 20% AfD wären, egal was man selber von dieser Partei hält, aber wenn man sich öffentlich dazu bekennt, hat man teilweise schon dienstliche Nachteile, Lehrer wurden versetzt, strafversetzt, was weiß ich, was alles passiert. Das geht alles in eine Richtung, glaube ich, dass die Eliten aus Medien, aus den klassischen Medien, natürlich nicht aus so tollen Blogs wie der Achse des Guten oder Tichys Einblick, aber die klassischen Medien, die teilweise Transmissionsriemen für die Regierungspolitik sind. Henrik M. Brode hat mal gesagt, über die Tagesschau oder das Heute-Journal, das besteht zu 75% aus Regierungspropaganda und zu 25% aus Unsinn. Und ich glaube, das trifft es recht gut. Und häufig funktionieren die Medien als Transmissionsriemen der Regierungspolitik und nicht mehr als kritisches viertes Element im Staate, der das alles herausfordert und in Frage stellt, was die Regierung macht. Und wir haben eine Nomenklatura aus Medien und Politik, aus den herrschenden Eliten, die ein gemeinsames Interesse haben und zusammenwirken. Schlussstrich könnte man ziehen, dass wir uns immer mehr in Richtung aktuelle Kameras in den Medien hinbewegen und dass also kritische Meinungen immer weiter ausgeblendet werden. Ich glaube, der letzte anständige Nachrichtenmoderator, Thomas Roth, der sachlichste von allen waren, die wir hatten in Deutschland, hört jetzt auf. Und wir werden dann wahrscheinlich so in Richtung gehen wie Abe Greenwald, das ist der Journalist, der mit Snowden zusammengearbeitet hat. Und der sagt, Journalisten müssen Aktivisten sein. Wenn man sich Marietta Slomka oder ihre Kollegin in den Tagesthemen anguckt, glaubt man eigentlich, man hat einen Aktivistenkanal eingeschaltet und nicht ein Nachrichtenmedium, für das wir zwingend auch noch Geld hinlegen müssen. Also sind wir hier doch in einer Entwicklung, die sehr bedenklich stimmen muss. Das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Gerne.